Die Gerüchte, die über sie in Umlauf sind, sind unschön. Unter anderem glauben die Leute, sie wäre desertiert. Es war tatsächlich auch viel die Rede von Aranien. Wir müssen Acht geben, dass eure Anwesenheit hier nicht versehentlich diese Gerüchte zu bestätigen scheint. Das ist ein guter Hinweis. Perikum liegt mir nicht ganz, aber sollte der Markgraf sie wieder einsetzen wollen in Vertretung für die Kaiserin da selbst, dann gehe ich davon aus, dass es dem einfachen Volk fast egal sein könnte, ob sie sie wollen oder nicht. Der Adel entscheidet immer noch, wer eingesetzt wird. Wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass es in einem guten Licht passiert, sonst bekommen wir keine weiteren Matrosen. Denn die wollt ihr sicherlich haben. Vor allem aus Perikum. Ja, auf jeden Fall. Und auch der Markgraf schien sich einige Sorgen über die Stimmung in der Bevölkerung zu machen. Ich denke, auch wenn er frei entscheiden kann, ist es ihm keinesfalls egal, was das Volk denkt. Tja, da lobe ich mir unsere eigenen Druckereien in Zorgern. Da können wir nämlich selbst bestimmen, was gedruckt wird. Und sind nicht darauf angewiesen, was der aventurische Bote aus Gareth berichtet. Ja, diese Vorteile haben wir hier nicht, aber wir werden uns wohl etwas einfallen lassen müssen, um auf die Leute einzuwirken. Also gut. Sie hat überlebt, sie ist wieder da, sie hat Ehrgeiz und Kampfeswille. Und sie ist gewillt, wieder in den Krieg zu ziehen und sucht nun, trotz oder gerade, weil sie ihren Arm geopfert hat. Wir müssen überlegen, wie wir das darstellen. Sie hat einen Arm für das Vaterland gegeben und gibt auch noch den Rest ihres Lebens, aber da müssen Es wir, wie gesagt, noch einmal schauen, wie wir das kommunizieren. ist offenbar so, dass ihr Stellvertreter, der Vizeadmiral, ihr schlechten Rat gegeben hat und ihr Versagen wohl auch darauf zurückzuführen ist. Zumindest hat sie selbst mir das gesagt. Tja, das hat sie mir auch schon gesagt. Weiß auch nicht, warum sie auch noch auf ihn gehört hat. Nun, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um ihren Vertrauten Hakon von Sturmfels aufrücken zu lassen. Tja, ich werde mich als Aranierin, und das solltet ihr tunlichst auch nicht tun, weil ihr ebenso das aranische Haus und auch euer Vasara-Haus vertretet. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht allzu sehr in die Belange des Mittelreiches einmischt. Das soll die Admiralin dann höchst selbst machen, wen sie dann einsetzt oder nachbenennt. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der aventurische Bote die Admiralin in ein gutes Licht stellt und am besten noch den Vizeadmiral stürzt. Wenn sie dann den Konteradmiral nachbenennt, das ist das ihre Sache. Oh gut, ich wusste nicht, dass das Ihre Entscheidung ist. Doch, wenn sie Admiralin ist, dann kann sie das entscheiden, ja. Nun, ich könnte einige Zahlen für den aventurischen Boten schreiben, aber möglicherweise würde das nicht als neutrale Quelle gelten. Könnt es ja versuchen. Beschreibt, wie sie heldenhaft ihr eigenes Leben bzw. ihren eigenen Arm gab, um euch und euer Leben zu retten. Das ist zwar gelogen, aber das ist gute Presse. Wisst ihr, den Namen Zulamin, auch wenn ihr hier wenig gewirkt habt, aber man kennt den Namen Zulamin hier auch teilweise auch den des Abelmir, wohl nicht in einem allzu guten Licht, aber auch die der anderen. Wenn es dann heißt, dass sich die Admiralin für euch in einer geheimen Mission geopfert hat, ihren Arm verloren hat, um für die gute Sache einzustehen, dann mag das gut funktionieren. Den Gefängnisaufenthalt würdet ihr also ganz unterschlagen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Nun, wir müssen Ihre Abwesenheit erklären. Es war ja doch eine ganze Weile. Ihr habt auf Rulat ein Ritual verhindert, korrekt? In der Tat, könnte es sein, dass Sie mit Ihren Schiffen unter denen waren, die die Aachen unten im Wasser angriffen? Zum einen das, zum anderen hat sie ihre eigenen Männer in einer Mission
an beide Stellen gebracht, und zwar sowohl auf Land als auch auf Wasser. Sie hat sie geschickt taktiert positioniert und dabei ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht. Dann können wir das benutzen. Sie hat sich nicht gefangen nehmen lassen, sondern sie hat sich extra gefangen nehmen lassen. Und die, vernichteten Schiffe sind eigentlich erst vor kurzem abhanden gekommen. Gegen die Plagenbringer selbst. Korrekt. Gegen eine Übermacht von... wie viele Dämonenarchen waren es? 5? Eher mehr. Lassen wir es bei den 5. Auch wenn es mehr waren, wird man das sonst nicht glauben. Die Goldmorgen-Tarantel ist angeschlagen. Ich denke, das ist etwas, was hier vor Ort sehr gut ankommen könnte. Und es ist sicher auch überzeugend, dass sie ihr unmittelbar nachsetzen möchte, um diese Chance nicht verstreichen zu lassen. Das klingt gut. Vor allem die Goldmorgen-Tarantel hat explizit Pericom immer und immer wieder mit verheerenden Angriffen beschädigt. Ja, davon habe ich gehört. Benutzen wir diesen Namen. Und den der Chimena Ulgal. Ausgezeichnet. Dann habt ihr doch ein weiteres Vorgehen. Ich werde mich jetzt noch tatsächlich einmal mit meiner guten alten Freundin wieder treffen. Ich schaue einfach mal, wie es ihr geht und wie sie den Verlust ihres Armes, wie sie ihn verkraftet hat. Ja, tut für sie, was ihr könnt. Und vielleicht macht es ihr tatsächlich Hoffnung, wenn ihr ihr in Aussicht stellt, dass sie die Goldmorgen-Tarantel tatsächlich bald zur Strecke bringen könnte. Sehr gut. Auch das werde ich mit in das Gespräch hineinnehmen. Gut, Zulamin, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich sowohl verständigt habt, als auch, dass ihr mir meine Freundin wiedergebracht habt. Wenn ihr noch etwas braucht, Aranya steht euch sowieso in tiefer Schuld. Sagt einfach und wir folgen. Nun, ich danke euch. Ich hatte selbst gewisse Probleme, mit ihr zu sprechen, aber ich glaube, ihr seid genau die richtige Person für diese Sache. Nun, die am besten geeignetste auf ganz Aventurien, möchte ich meinen. Ich soll euch übrigens noch schöne Grüße ausrichten von Eleonora und ihrem Mann. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, ich bin zwar nicht ganz darüber im Bilde, was dort geschehen ist, aber sie sprachen hohen Tönen von euch. Das freut mich zu hören. Gut. Auch mir erzählt man nicht alles. Ja, so ist das. Gut, dann werden wir beide uns an unsere Aufgaben machen und berichtet mir, wie euer Treffen verlaufen ist. Das werde ich. Zulamin? Kaplane? Ja, geht dann mit euch. Steht sie wieder auf von dem Steuerrad, begleitet euch nach draußen vor die Tür und wenn ihr dann wieder über die Planken gegangen seid, wird sie sich selbst eine kleine Mannschaft nehmen und kurze Zeit später ebenso von Bord gehen. Derweil bei Abelmir. Du kannst durch den großen Säulengang hineintreten und stehst dann in dem Rondell. Über dir links und rechts zahlreiche Säulen und eine Treppe, die in den Keller führt, sowie zahlreiche Statuen, die dann zwischen den Säulen stehen. Ein typischer Boron-Tempel. Ich würde mich links und rechts umsehen und den Keller als wahrscheinlichsten Aufenthaltsort einer Leiche verorten. Ja. Und mich dann Richtung Kellertreppe bewegen, wenn da keine Wachen stehen. Wachen stehen hier nicht. Du siehst zwei, drei Leute, die Kerzen anzünden, also Zivilisten und noch einen weiteren Akoluten, der dich wohl auch kurz mustert, dir einmal zunickt und dann kannst du nach unten gehen. Ja, wenn eine Zinnenscheibe plus 14 steht, dann ja, sonst nicht. Ja, also du bist halt uninteressant, sage ich mal. Ich muss gerade mal gucken, er wirft eine 20 und eine 17. Du gehst einfach dann an ihm vorbei. Ja, dann würde ich die Robe tief ins Gesicht ziehen und die Treppe nach unten beschreiten. Kann ich dir ein gutes vorstellen? Jeder Boron-Tempel sieht im Prinzip gleich aus. Auch die Raya-Tempel sehen sich alle sehr ähnlich. Sowas wie ein Zar. Zar ist in jeder Stadt anders, Ingrim ist in jeder Stadt anders, Effert ist in jeder Stadt anders, aber Boron-Tempel sehen immer gleich aus und
Dann dem, ich was. Dementsprechend Ach. Kannst du die Treppe nach unten gehen und kannst dann zwischen weiteren Säulengängen auch, du tastest dich erst nach links, das war dann wohl der falsche Weg, aber auf der rechten Seite kannst du dann Zweige weiter erkennen, die da wohl ebenso mit schwarzer Robe vor einem Altar stehen, auf der eine Leiche liegt, die gut verziert ist und viel Schmuck an sich hat. Es ist, ich würde mal leise näher treten. Ja. Und mir mal das Gesicht. Ich jetzt auch ihre Sinneschärfe Probe. 20, alles klar. Und mir mal das Gesicht dieser Mann, Frau angucken? Frau. Frau. Du kannst auch die zahlreichen Ringe sehen. Das ist eine schwarze Sphinx mit, also ein silberner Ring mit einer schwarzen Sphinx darauf. Also das Wappen der Familie Marix. Und das würfelt meine Sinneschärfe Probe. Okay. Eine Sekunde. Nee, die 20 musst du neu würfeln. Hast du noch einen Jekyll-Punkt? Ja, ich würde die einsetzen, dafür nicht. Ja, wow. Halt, komm wieder. Wow. Da liegt Hyvilla Marix, ja. Hyvilla ist tot. Also zumindest liegt sie da, sehr leichenblass. Kenne ich, ich habe ja eine Weile mit ihr gedient, sozusagen auf dem Schiff. Hat sie irgendwelche körperlichen Merkmale gehabt, Tätowierungen, Narben, etc.? Was man. Also, sie hat, sie hat eine große Narbe über ihrem Auge, die ist dir damals auch schon aufgefallen. Auch ihr wildes Haar, möchtest du meinen. Das ist so. Also, das hat diese Leiche auch. Sie ist sehr blass. Sie ist ein bisschen überschminkt, möchtest du meinen. Das mag jetzt auch an der Leichenblässe liegen oder dass jetzt hier irgendwelche Bohrenrituale durchgeführt worden sind. Sie hat sehr viel Schmuck bei sich. Ist ihr nie so an ihr aufgefallen. Also gut, als Abenteurerin hatte sie sowieso nie so viel Schmuck. Aber auch als sie gestern vor dir saß, an diesem Abendtisch, da war sie wesentlich besser gekleidet, aber so viel Schmuck hatte sie nie. Also du siehst an jedem, also zumindest an 9 Fingern, kannst du Ringe erkennen, die sie als Magistratin ausweisen, aus dem Hause Marix, irgendwelche alanfanischen Symbole, die du daran erkennen kannst und Okay, ich würde meinen Odem wirken und zwar dabei die Sprachkompetenz weglassen, heißt, wenn eine plus 7er Schwäne ist, halbiert plus 4. Mhm. Und ich überlege gerade, trägst du an jeder Hand Ringe oder nur an einer Hand? Nee, 9 Ringe an 10 Fingern. Gut, dann würde ich es mal auf allgemein Sicht lassen, dass Magie an ihrer ganzen Person erkennen muss. Das ist, glaube ich, noch zusätzlich nochmal plus 3. Mhm. Da wären wir dann plus, hat er gesagt, plus 7, plus 4, plus 7 insgesamt beim Odem. Nichts an ihr ist magisch. Auch nichts. Nicht die Ringe? Nein, nichts, gar nichts. Stürzt mich eigentlich, runzelt ein wenig die Stirn. Das ist doch kein Paralys. Ich würde mal an ihren, ich trete wahrscheinlich ans Fußende von ihr, wenn die Richtung Kopf liegt, wo die ans Bohr, die beiden Bohrenkreuzen stehen. Mhm. Und würde mal ihre. Die scheint ihm noch nicht zu beachten. Und ihren Fußpuls führen, weil die Arterien laufen auch durch die Füße, also an den Knöcheln lang. Ja, wirft man Anatomie. Sie ist tot. Sie ist auch, die hat auch Kälte, also sie ist ja schon ein paar Stunden tot, hat die schon die Kälte Totenstarre erreicht? Ja, also du weißt, dass die Totenstarre, die kommt nach, also wann genau, nach 10 Stunden, nach 12 Stunden kommt die. Das hat irgendwas mit der Säure in den Muskeln zu tun. Aber nachdem die Totenstarre abklingt und die Säure abgebaut ist, gibt es keine Totenstarre mehr. Und dann werden die Leichen wieder weich. Das weißt du. Gerade wenn sie Totenstarre hätte oder hat und sie dann bewegt wird, dann gibt es auch sowas wie Leichenflecken. Hat sie alles nicht. Du kannst dann auch irgendwann sehen,
wie die beiden Geweihten dann irgendwann noch mit ihrer Obduktion war es nicht. Sie haben sich da ganz leise miteinander unterhalten, so leise, dass du die nicht mal verstanden hast, als du daneben standest, bis sie dann irgendwann weggehen und du alleine unten im Keller bist mit der Leiche. Dann würde ich gleich noch genau untersuchen, ob ob sie wirklich mit einem Dolch und wo sie mit einem Dolch umgebracht wurde, ob es da irgendwelche Rückstände in den Wundrändern gibt. Ja, du kannst die Leiche dann umdrehen und du siehst, dass sie hinten an ihrem linken Schulterblatt eine Stichwunde hat. Okay, sie ist auch relativ blutleer, also das Blut, was da rausgelaufen ist, das wurde dann noch wohl weggewischt und sie dann in dieses... es ist ja kein richtiges Leichentuch, es ist schon so, dass man sie hier drapiert hat für jemanden, der mal guckt. Stirbt man also so in einer Wunde normal in einer Schulterverletzung? Also das ist ja nicht nur Schulter, also durch Schulterblatt, wenn das dann in die Lunge geht, ja, da kann man auf alle Fälle dran sterben. Wie lang muss dieser Dolch denn sein, wenn er vom Schulterblatt in die Lunge geht? Halt schon sehr lang. Also schon sehr ungewöhnliche Wunde für. Ist vor allem die naheliegendere Erklärung nicht, dass durch die Schulter bzw. durch die Achsel in diesem Fall eine Hauptschlagader läuft? Was sich auf alle Fälle, also du weißt, wenn es das linke Schulterblatt ist und es von hinten kam, Diamantas war kein Linkshänder, Diamantas war Rechtshänder. Würfel mal eine Klugheitsprobe. Okay. Kein Chip mehr. Kein Chip mehr. Du überlegst kurz, Rafim, der würde kein Dolch benutzen. Sulamin ist keine Linkshänderin, die würde mit beiden, aber Sulamin war ja auch neben dir. Boltax Linkshänder? Boltax ist Linkshänder. Vielleicht hat Boltax sie umgebracht. Nee. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, glaube ich auch nicht. Dann würfel da keine 18. Ich würde mal noch mal ihren Wundrändern riechen, eine Großprobe machen, ob ich da Rückstände von irgendeiner Art von Gift erriechen kann. Heilkunde Gift. Okay. Also, du bist nicht wirklich giftkundig. Nö. Aber ja, das kann durchaus sein. Also, gerade wenn du dann in den Wunden guckst, da ist so ein bisschen schwärzlich verfärbtes Wundfleisch. Kann ich einen Abstrich machen davon? Du kannst da einen Abstrich von machen. Da gibt es sicherlich an unserem Bord wesentlich kundige Leute, die das können. Hast du eine Pflanzenkunde? Würde man doch bloß einen Giftmischer kennen. Ja. Ein Alchemisten. Der Pflanzenkunde bin ich fast genauso schlecht. Kannst du ganzen Abstrich machen, ja, das passt. Dann lass das Serpentilio machen. Vor allem, ja, aber auch hier sagen, Abstrich machen läuft ja unter Heilkunde unten, oder? Ja, von mir. Also, sie ist sowieso schon tot, also du musst dich da. Du bist auch alleine, du kannst sie jetzt auch. Schneid einfach ein Stück raus und bring's mit. Nein, das will ich gar nicht. Du hast einen Abstrich, machen. Punkt. Ich würde die Leiche weitere Wunden untersuchen, die man nicht auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Irgendwelche Nadeln, Einstichstellen an Stellen, ja, wo man so nicht sieht, irgendwie sozusagen. Okay, du hast deine Klugheitsprobe nicht gelungen, deine Sinneschärfeprobe war mies. Du kannst mir nochmal eine Anatomieprobe geben, plus 12. Wow. Okay. Boah, nicht mal Anatomie plus 12 kriegt er hin. Ja. Spezialisierung Menschen. Die fällt auf, dass sie ungewöhnlich wenige Narben hat. Na gut, sie war Kartografin, glaube ich, oder Jägerin. Jägerin, ja, aber Abenteurerin. Na gut, vielleicht hat es vorgegeben. Als Tarngeschichte sozusagen. Also du hast auch gesehen, das erste, was sie, wie sie irgendwie in Aktion getreten ist, dass sie irgendwie einen Nachtwind vom Himmel geholt hat, in Aranien. Also da hat sie irgendein Vogel, der da wohl irgendwie war, den hat sie auf Entfernung runtergeschossen. Also die hat ähnliche Skills wie Diamantes gehabt. Nun gut. Gibt es hier ein Waschbecken. Balsamierungsbericht oder was in der Art? Balsamierungsbericht. Keine Ahnung. Wir wurden auf den Obduktionsbericht. Genau. Ja, du kannst auch ein Papier finden, auf dem die Boron-Geweihten den Tod festgestellt haben von einer jungen Frau, grob um die 30 Jahre.
offenkundige, wurde hergebracht von Söldnern der Familie Marex in den frühen Morgenstunden. Okay, passt das zu der Geschichte? Ja, also irgendwann in den frühen Morgenstunden, also da war sie zumindest schon tot, da wurde ihr schon gesucht, oder Diamantis wurde da schon gesucht. Wurde der Zeitpunkt des Todes festgestellt? Kann man sowas feststellen? Der Zeitpunkt des Todes anhand der Körpertemperatur ist... Also du kannst jetzt nicht zwei Wochen später so plus minus zwei Stunden, das geht nicht. Aber aufgrund der Leichenstarre können die das, also innerhalb von einem Tag kannst du relativ genau sagen, wann du innerhalb von diesem einen Tag gestorben bist. Und die können den Todeszeitpunkt können sie auf grob 19 Uhr plus minus eine Stunde festlegen. Da waren wir gerade im Haus, oder? Um 20 Uhr wart ihr geladen. Okay, also ist schon vorher tot gewesen. Wahrscheinlich. Gut, das würde zumindest ist es nicht auszuschließen. Das würde ich mal so mitnehmen, die Informationen, und die Leiche wieder ordentlich zudecken. Und ja, nach oben wieder gehen. Ich schätze mal, hat eine Weinzweile gedauert, bis der Bauerndienst wahrscheinlich vorbei. Wie lange hält dein... Eine Stunde, hat gesagt. Eine Stunde. Also ich denke mal, länger habe ich nicht gebraucht. Ja, dann kannst du wieder meinetwegen auch zurückgehen. Ja, dann würde ich zurückgehen zum Schiff und ja. Zu Serpentilio? Genau. Dann gib mir mal eine Pflanzenkundeprobe. Oder Heilkundegift. Jetzt ich oder auch bei mir? Du. Okay, da seid ihr denn wieder. Ja, hier, ich habe eine Probe von Hivila Marx. Sie ist anscheinend wirklich die sie ist. Bedauerlich. Ich habe einen Abstrich gemacht. Ich vermute ein Gift oder etwas, etwas Schwertliches. Gut zu hören. Lasst einmal sehen. Und zwar Heilkundegift. Ja, würfeln wir einfach, oder? Muss ich die 18 chippen? Nee, musst du nicht. Mit 11 Punkten, okay. Das ist maraskanisches Waffengift. Faszinierend. Der Täter war Linkshänder und der Todeszeitpunkt etwa 19 Uhr am gestrigen Tag. Nun, ich würde denken... Komponenten? Fragezeichen? Was meinst du mit Komponenten? Was ist da drin? Was ist hier der hauptsächliche Wirkstoff? Ja, eine Mischung aus Pflanzen und Tiergift. Also irgendwas von einer Spinne, irgendwas von einer giftigen Maraskan-Pflanze.